Gut. Ja, ihr bitte auf euren Platz. Letzte zurück, dann machen wir weiter. Wir haben fast alle technischen Probleme gelöst. Hallo? Okay, jetzt freue ich mich, dass Navi da ist und was wird es zum Beispiel schon erzählt? Also, hallo erstmal. Ich bin jetzt ganz aufgeregt. Ich hätte nicht erwartet, dass so ein großes Publikum hier ist. Ich muss dann sagen, dass ich in der Aufregung wieder in meine Landessprache aufschweife. Also, ich komme aus der Nähe von Regensburg, also Oberpfalz. Und es könnte auch was sein, dass mein Vortrag durch manche dialektische Begriffe durchsetzt ist. Mein Arbeitsgebiet ist normalerweise auch Oberpfalz und Niederbayern. Ich komme zu allen möglichen Landwirten hin, die willig sind, in ihren Mönchelaufstand zu investieren. Und jetzt hätte ich gleich vorweg mal eine Frage. Wer von euch hat irgendwas mit Landwirtschaft zu tun? Ah! Das ist ja schon mal schön. Also bitte um eure Unterstützung. Mein Thema, vielleicht ganz kurz vorweg, hat sich so ergeben, eine Freundin von mir kommt hier regelmäßig zur Nerdlight und sie hat vor kurzem mal gefragt, Gabi, was machst du eigentlich so in deinem Job? Also wir haben zusammen quasi Gymnasium besucht, haben auch eine Tour gemacht, ich habe zwar Landwirtschaft studiert, sie hat, ich weiß es gar nicht genau, irgendwas mit Medientechnik oder so gemacht, keine Ahnung, und dann immer vor kurzem hat sie gefragt, was treibst du so? Und dann habe ich ihr das so ein bisschen erklärt. Ja, ich fahre so lange mit raus. Wie gesagt, wenn die irgendwie willig sind, also ihre Werktechnik zu modernisieren, dann komme ich her und mache Angebot, mache die Planung, wie wir das in den Stall integrieren. Und wenn es ihnen gefällt, dann sind sie bereit, irgendeine Summe zwischen, keine Ahnung, 40.000 und 150.000 Euro zu investieren. Also es sind im Endeffekt auch Anschaffungen, die für die nächsten 10 bis 20 Jahre gedacht sind. Wie kommt man jetzt zu dem Ganzen? Also meine Firma, ich habe auch schon gesagt, ich werde nicht so viel über die Firma erzählen, aber vielleicht ganz kurz einfach zum Hintergrund. Ist eine schwedische Firma und sie stellt im Endeffekt seit, ja, mal so 1800 irgendwas schon mal Technik her. Wurde gegründet durch Gustav Delemann und das Ganze hat sich fortgesetzt und auch wenn es nicht so in das Detail reingeht. Das Ganze hat sich fortgesetzt, weil einfach die Arbeitskraft auf die Betriebe fehlt. Das heißt, vor ein paar hundert Jahren war es kein Problem, es hatte jeder Landwirt irgendwo vielleicht so ein paar, drei, vier Kühe stehen, die wurden mit der Hand gemolken. Und das Ganze hat sich dann immer weiter fortgesetzt, die Arbeitskraft hat gefehlt, man hat irgendwo in Technik investiert. Das fing dann an mit Eimermöcke, das heißt, es war ein Eimer, wo dann einfach letztendlich ein Pulsator dran war. Mit diesem Pulsator hat man versucht, durch dieses Pulsieren, diese Stimulation von einem Kalb nachzuempfinden und durch dieses Stimulieren, dass man einen Kalb nachempfindet, kriegt man auch die Milch aus der Kuh raus. So, einfach ganz simpel erklärt, ich mache es jetzt einmal ganz einfach, weil ich nicht genau weiß, wer welchen Background hat. Ich hoffe, es passt so weit dran. Das Ganze ging dann weiter, ich sage jetzt mal, in den 80er Jahren hat man einen Schritt gemacht weg von der Anbindehaltung. Man hat im Endeffekt gesehen, wenn man dem Tier wirklich freie Bewegung gibt, mehr Luft gibt, mehr Licht gibt, dann gibt es aber im Endeffekt das ganze Problem gleich wieder zurück. Die Landwirte sind unter starkem Preisdruck gelangt, also ihr kriegt das bestimmt immer wieder mal mit durch die Presse. Vor 2 Jahren haben wir diesen Milchstreik, wo die Landwirte wirklich die Milch auch mit ihrem Güllefass aufs Feld gefahren haben, weil sie gesagt haben, sie brauchen sie mal abliefern, sie kriegen kein Geld mehr dafür, also können sie es gleich wegschütten. Und es gibt andere Landwirte, die schütten es nicht weg, sondern sie versuchen zu überlegen, wie kann ich meine Milchkosten günstiger herstellen. Und meistens kommt man einfach drauf, okay, irgendwo, wenn ich die Arbeitskraft einsparen kann, dann kann ich die Milch auch kostengünstiger herstellen. Und so ist man drauf gekommen, dass der Landwirt nicht mehr selber melkt, sondern sich diese Milcharbeit quasi durch eine Maschine abnehmen lässt. Das ist der Milchroboter. Allerdings schaut er heute nicht mehr so wüst aus, das ist also wirklich schon so eine Vorkriegsmaschine. Sondern wir haben heute eigentlich eine ganz hübsche Maschine, die ungefähr so aussieht von vorne. Ja, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich ganz gewohnt, ich sehe es halt immer so gut im Einsatz. Und vielleicht zum Einsatz möchte ich euch mal vorführen, wie das Ganze abläuft. Also das Melken besteht ja normalerweise, also ich war halt zum Beispiel während des Studiums in der Melkenschule
Und dann lernt man halt, im Endeffekt ist ganz wichtig, erstmal vorbeugen. Das heißt also, du massierst halt einfach die Sitze, die erste Möchte, die gehen weg. Die erste Möchte ist einfach sehr keimbelastet, ist klar. Die Kuh legt sich irgendwo hin, da ist mit Sicherheit nicht immer super sauber der Untergrund. Und durch diese Zitze kann im Endeffekt einfach kein in die Zitze reinkommen. Und das wäre natürlich ekelhaft für den Verbrauch, wenn man so eine Milch irgendwo in den Tank macht und letztendlich ist im Joghurt drin. Also macht man diese Milch vorher weg. Gut, wenn man das gemacht hat, dann macht man das ganze Auto schön sauber. Und dann setzt man letztendlich an und weicht. Jetzt kann natürlich die Maschine das Ganze irgendwo. Wie gesagt, irgendwo muss man das bei der Maschine umsetzen. Das Ganze passiert durch diesen sogenannten Vorreinigungsbecher. Das heißt, die Zitze wird mit Wasser und Druckluft gewaschen. Zu mir hat mal ein Kollege gesagt, das ist wie ein Zitzen-Jacuzzi. Das ist wirklich so, dass es im Endeffekt, die Zitze sitzt hier im Whirlpool drin und so sieht das Ganze dann aus. Also hier sieht man schön quasi, der Vorreinigungsbecher fährt jede Zitze einzeln ab. Jetzt ist er quasi so gerade bei der ersten. Ihr fragt euch vielleicht nebenbei schon mal, wie findet ihr diese Zitzen? Da sieht man hier im Endeffekt, das hier oben ist eine Kamera. Und diese Kamera hat vorne zwei Laser. Diese Laser tasten sowohl das Euter ab als auch die Zitzenspitzen. Und ich bin diese Reaktionen gewohnt. Das kannst du nicht. genau. Und wenn jetzt quasi, also diese Koordinaten geben quasi der Kamera gewisse oder dieses Laser abtasten mit gewissen Koordinaten an der Kamera, die verarbeitet es in ihrem Brain-Computer drin und dann, wenn quasi die Koordinaten passen, dann kriegt er das Signal, dass er mal ansetzt und Wasserdruck und Druckluft kommt. So. Dann gehen wir mal weiter. Jetzt haben wir quasi die Zitze gereinigt. So sieht es aus. Also hier. Hier ist quasi der Arsch von der Kuh zur Orientierung. Und dann ist quasi eine Futterschale, weil letztendlich ist es bei den Kühen auch nicht sehr viel anders wie bei den Menschen. Man muss sie also locken. Es ist klar, diese meine Box steht irgendwo frei im Stall rum. Die Kühe laufen alle frei rum. Und die Kuh denkt sich nicht irgendwann am Tag, ja, jetzt gehe ich mal zum Melken, weil sonst auch nichts los ist. Man muss hier reinmachen und das schafft ich zum Beispiel über Kraftfutter. Also Kraftfutter ist für Kühe so gut ja, wie für uns Schokolade. Und wenn man ihr da so jetzt mal ein halbes Kilo davon gibt, das ist halt ungefähr so eine Lochportion, dann läuft die Kuh auch rein und lässt sich da fröhlich melken. Es ist noch etwas schwierig jetzt leider, weil ich dieses Bild nicht auf dem PC habe. Damit der Landwirt auch ungefähr weiß, was hier an seiner Kuh passiert, habe ich hier quasi einen Touchscreen. Also das sieht man hier quasi auch wieder, das ist ungefähr etwas unterhalb des Euters, circa 9 Meter unterhalb ist, wie gesagt, das Euter. Und hier sehe ich halt dann ganz genau, was passiert. Also ich habe hier gewisse Funktionen, die eigentlich schon relativ wichtig sind. Das heißt also, wenn ich eine Kuh neu anwende, muss ich erstmal quasi ihr beibringen, dass sie diese Maschine akzeptieren. Und zu diesem Zweck gibt es zum Beispiel auch den manuellen Modus. Das heißt, die ersten Male lässt er eine junge Kuh, die quasi jetzt zum ersten Mal neu ist hier in dieser Melkbox, lässt er halt nicht den Roboterarm ansetzen, weil es nicht etwas zu sehr erschrecken würde, sondern er hat dann auch die Möglichkeit, dass es per Hand noch ansetzt. Wenn jetzt aber eine routinierte Roboterkuh hier drinnen ist, dann kann man hier wunderbar entspannt daneben stehen und kann sich anschauen, was der da so treibt. Wir haben dann hier quasi eine Angabe, welche Menge das in dem Zeitpunkt gemolken wird, wo sie drin ist. Also ein normales Gemolkensatz gibt so ca. 10 Liter. Also Kühe geben also ungefähr zwischen
sage jetzt mal ganz grob bezahlt, vielleicht 20 oder 50 Liter Milch pro Tag. Und hier sehe ich halt noch ganz genau die Folie, also am Punkt. So. Was ist für euch vielleicht noch interessant? Wie lange habe ich überhaupt noch Zeit? 5 Minuten noch, okay. Dann haben wir vielleicht zur Stallfrage. Also es gibt im Endeffekt. Es gibt im Endeffekt verschiedene Konzepte. Man kann ganz schön frühe, also normalerweise stehen in so einem Stall, ein mittelständischer Betrieb, also ein mittelständischer Familienbetrieb, sage ich jetzt mal, steht irgendwo zwischen, ja, mittlerweile 50 und 100 Kühe drin. Was heißt, sie stehen drin? Also sie können im Endeffekt hier, wie gesagt, frei rumlaufen. Das sieht dann so aus, da haben wir folgende Funktionsbereiche. Also hier ist eine Abfallbox, also das ist sowas, ja, wie soll ich sagen, Kinderrippe, sage ich jetzt mal. Dann hier ist eine Separation, hier steht diese Melkbox, das ist jetzt wohl von oben. Hier ist zum Beispiel dann ein Tränkentrog, also das, was bei euch da hinten ist. Und hier ist halt quasi noch die ganze Technik und Büro und so weiter versteckt. Jetzt, wie gesagt, diese Kuh kann jetzt in diesem Stall, so wie er jetzt ist, frei rumlaufen. In dem Fall ist es so, dass ein Roboter ca. 60 Kühe melken kann. Jetzt ist es so, dass natürlich die Landwirte sagen, so eine Roboterbox kostet, wenn ich noch einen Tank dazu habe, also wo ich irgendwo zwischen 3.000 und 4.000 Liter Milch unterbringen kann, also einen Kühltank quasi, wenn ich mir das kaufe, möchte ich eigentlich mehr melken können damit. Also 60 Kühe ist mir zu wenig, weil ich dann einfach länger brauche, bis ich die Kosten wieder hier verrechnet habe. Jetzt hat sich von daher quasi meine Firma etwas anderes noch ausgedacht. Und das ist dieser Feed-First-Kuhverkehr. Feed-First bedeutet, ja, fressen zuerst quasi. Und das läuft dann so ab, dass die Kühe, jetzt mal kurz, dass die Kühe quasi, sieht man noch, immer Zugang zum Futtertisch haben. Also hier dieses Symbol, dieser schöne Schlepper mit dem Wagen, das ist jetzt hier quasi der Futtertisch. Also hier wird das Futter jeden Tag immer vorgelegt, hier gibt es auch immer was, das ist also ungefähr sowas wie die Mensa. Und die Kühe können quasi immer hier vorlaufen. Und das ist logisch, das ist ja irgendwo der Instinkt des Tieres. Also man frisst irgendwo zwischen, keine Ahnung, 40 und 50 Kilo Futter am Tag. Also sie muss dann schon auch schauen, dass sie das irgendwie reinbringt. Wenn sie jetzt hier vorne ist, wird sie irgendwann müde und möchte wieder hintergehen zum Liegen oder zum Kraftfutter. Kraftfutterstation ist sowas wie Dessertbuffet. Wenn sie jetzt quasi hier hinter möchte, hat sie nicht mehr die Möglichkeit, durch diese Tore durchzugehen, sondern es gibt hier ein einziges Tor, das ist das sogenannte Smart Gate. Das ist quasi ein Selektionstor, das durch die Eingabe im Computer vom Landwirt weiß, ob die Kuh jetzt anrecht hat, gemolken zu werden oder ob sie nicht gemolken werden soll. Wenn sie gemolken werden soll, dann geht sie durch dieses Tor durch. Hier ist ein Zwei-Wege-Tor. Das stellt sich dann so, dass die Kuh hier nur durch diesen Ausgang herauskommt, in diesem Vorwartebereich. In diesem Vorwartebereich haben ca. 5 bis 6 Kühe Platz. Und das ist ungefähr die Anzahl von Kühen, die innerhalb von einer Stunde gemolken werden über diese Roboterbox. Wenn man es ändern kann, hat man das Problem, dass die Mädels einfach faul werden und dann legen sie sich hin. Und daher gibt es quasi keine schöne, saubere Liegebox, wie das zum Beispiel, sondern nur eben der blanke Boden mit dem Mist drauf, möchte man das natürlich vermeiden. Wenn die jetzt gemolken sind, können sie hier reingehen. Die normale Kuh gibt dann wieder hier zum Fressen. Wenn die Kuh zum Beispiel einen Aktivitätsmesser dran hat, das heißt also man überwacht die Mädels auch ganz genau, man hat einen Klunker dran, der ganz genau die Schritte zählt und weiß, okay, sie ist jetzt aktiver als sonst, das könnte sein, dass sie in der Brunst ist, dann kann man sie quasi automatisch hier reinselektieren und dann kommt irgendwann der Besamer quasi in die Samenkuh. Ja, so ist es.
Ansonsten ist es so, wenn es jetzt hier wieder draußen ist, geht es meistens, wie gesagt, erstmal wieder zum Essen. Das ist einfach die Hauptbeschäftigung. Und später nochmal hier durch. Und wenn es dann jetzt mal irgendwo eine Stunde nach dem letzten Walken ist, wird sie in diesem Weg geleitet. Und hier kann sie dann zu ihrer Kraftfutterstation, kann sie hier ihre Schokoladenportion abholen. Wenn sie fertig ist, kann sie sie hier erstmal hinlegen und lösen. Das ist also diese damit muss ich das ein bisschen vorstellen können, wie das dann mit Natur aufläuft. Und hier noch einen kleinen Film. Hier sieht man also, sie kommt durch dieses Selektionstor rein, geht jetzt hier in diesen Vorwartebereich. Und da stehen die Mädels, die darauf warten, dass sie die Molken bringen. Diese hier, die hat jetzt kein Molk an der Rechte, kann also gleich hinter den zu liegen. Hier ist das Gleiche. Aber so geht es auch wirklich im Stall zu. Also man hat die Tiere nicht irgendwie speziell dressiert oder so, sondern das läuft wirklich so ab. Also wer Interesse hat, ich kann jedem gerne mal Adressen geben, auch im Umkreis von München. Wer sich sowas mal anschauen möchte, das ist kein Problem. So, die geht auch jetzt hier Richtung. Das sind quasi Kraftfutterstationen, wie wir vorhin schon mal gesagt haben. Die haben jetzt hier. Ja, genau, das wäre gut. Genau. Und so sieht eben dieser Stall aus. Das heißt, hier haben wir also diese Schlafplätze der Kühe. Dazwischen drin sind immer Laufgänge. Und vorne immer sieht drüber dann hinterher dort. Das ist quasi der Futtertisch. Das war es dann eigentlich soweit von meiner Seite, dann würde ich jetzt wieder auf ein paar Dinge übergeben. Das heißt also, diese Mölkarbeit, also dieses wirkliche Anstecken,
Der Waldbecher und die Kuh, das wird eben auch genommen, aber muss natürlich, also die Arbeitszeit an sich muss man eigentlich immer dazu sagen, wird nicht weniger, weil der Mensch muss natürlich diese ganzen Daten hier überwachen. Der hat vorher, also der hat vorher vielleicht keine Daten am PC gehabt, der hat sich in der Früh abends gemolken und wirklich. Und jetzt ist es so, dass quasi dieser Roboter mal den ganzen Tag, aber dafür liefert er auch Umwendung von Daten. Und diese Daten muss ich der Lage anschauen, damit er erkennt, okay, eine Kuh ist mal dran, oder wie gesagt, eine ist schwierig, oder was weiß ich, die Kuh ist in der Leistung abgefallen, was ist da los, oder die Kuh hat vielleicht eine sehr gute Leistung, dann muss ich eine Futteranpassung treffen. Also er muss einfach diese ganzen Daten überwachen und entsprechende Maßnahmen treffen, Entscheidungen treffen. Hast du noch eine Frage? Ich habe eine Frage. Du wolltest zwar eigentlich nicht wirklich über die Firma reden, aber uns ist aufgefallen, dass das Logo da nur dasselbe Logo hat wie Tetra Pak. Genau. Also das hört sich eigentlich zu einem Konzern. Das ist ja dieser sogenannte Tetra Pak-Konzern. Das ist wie gesagt der schwedische Konzern und der besteht aus drei Unterfirmen, sage ich jetzt mal. Und jeder Wahl, also dieser Werktechnikhersteller, ist einer davon. Aber das ist. Genau, also das Firmenlogo kommt daher, weil es zu dieser, weil es eine Tochterfirma ist, in der Konzentration der Wahl. Jetzt noch eine Frage. Ich habe eine Frage zum Euter, und zwar, wie muss man sich das vorstellen? Hat der jetzt sitzt hier in einem Tank, oder ist es eigentlich so ein großes Ding? Ja, im Endeffekt ist es eigentlich schon so, wie du sagst, also es hat jede Zitze ihren eigenen Tank, sage ich jetzt mal, und es gibt einen kleinen Tank, also da kommt die Milch eigentlich sehr schnell raus. Und dann gibt es eigentlich ein sehr, wie soll ich sagen, filigran aufgebautes Häutegewebe. Und es ist so ein bisschen wie das Lungengewebe, was letztendlich jeder Mensch hat. Und einfach durch diesen taktilen Reiz, wenn ich also diese Zitze massiere, dann wird im Gehirn Oxytocin ausgeschüttet. Und dieses Oxytocin ausschütten führt dazu, dass sich diese Alveolarzellen, also diese Körperzellen, zusammenkippen und quasi dann die Milch in diesen großen Sammelbehälter reinpressen und dann wird ihn dann abwerfen. Und es, wie gesagt, dauert ungefähr 30 Sekunden. Also ich muss dazu Kuh halt einfach nur ein bisschen Zeit geben, wenn ich sie das erste Mal streiche, ca. 30 Sekunden und dann gibt es ihn wieder gleich. Ja, wie gesagt, welchen Vorgang, wie lange braucht der? Also wenn Sie jetzt, sagen wir mal, hier die Mindbox betritt, bis sie sie wieder verlässt und dann vielleicht ca. 10 Liter gegeben, dauert etwas 6 Minuten, 6, 7 Minuten. Hier ist noch eine Frage. Sonst schrei einfach kurz, wenn ich es nochmal wiederhole. Kühe, die vorne im Melkstand, wo sie da lange in der Früh und Abend selber gemolken hat, geschlagen haben. Also es gibt ja auch, wie es vielleicht zickige Mädels oder zickige Jungs gibt, gibt es auch zickige Kühe, die geschlagen haben. Und natürlich wird die Arbeit erheblich erschwert. Und wenn so eine Kuh in der Melkstand ist und hier schlägt, dann muss sie natürlich auch etwas an Technik zerstören, sage ich jetzt mal. So ist also, das ist dann tatsächlich der Grund, wenn sie die Kuh hier mit dieser Technik nicht zurechtfindet, dass sie vielleicht einmal den Betrieb verlässt. Aber es ist diese Portion, die sie kriegen, so langsam ausdosiert, dass sie vom Beginn des Melkens bis zum Ende des Melkens was zum Fressen haben. Das heißt also, die Kuh kommt hier rein und dann hört sie schon um und ihr klimpert mein Kraftfutter in diese Schale rein, dann senkt sie den Kopf und dann ist ja eigentlich alles ziemlich egal, was da unten passiert. Also das ist meistens so. Kommt die Kühe wirklich nur zum Fressen rein oder wollen die auch wirklich gemolken werden?
sagen wir mal so, die ersten 100 Tage noch im Abkolben, wo schon jetzt mal die Milchleistung am höchsten ist, da kann es ja sein, dass einfach dieser alte Druck dazu führt, dass sie wieder zum Melken gehen, aber es ist natürlich schon so, dass das Essen ist das eindeutige Lockmittel. Ich habe noch eine Frage, gibt es auch Outdoor-Systeme, weil dies ist ja jetzt ein geschlossener Stall, aber es gibt ja durchaus noch glückliche Kühe draußen auf der Weide und da funktioniert ja dann dieser Futterlock anreizt gar nicht, wenn ich das frische Gras vor der Nase habe. Also wir haben Betriebe, die Weide haben. Und da ist es aber trotzdem so, dass die zum Beispiel dieses intelligente Tor, was wir da eingestellt haben, oder was wir vorhin gesehen haben, dass sie das am Eingang haben. Und es ist dann trotzdem so, wenn nach diesem intelligenten Tor, das weiß ich nicht, wenn nachher eine Kraftfutterstation ist, dann können sie selbst von der Saft in beide Mäuler einloggen. Aber Voraussetzung ist, dass die Weide nicht zu groß ist, das heißt also maximal 1 Kiloliter. Und weiter kommen sie nicht her. Dann müsste ich es tatsächlich so machen, dass ich ein VMS oder einfach vor allem meinen Microroboter wirklich auf die Weide rausstelle und dann einfach diese Weidegrenze. Also das ist schon gemacht worden, es sind auch schon Melkboxen in einem Lastwagen, sage ich jetzt mal, eingebaut worden. Also jetzt war bei uns mobiles Melkgerät. Und das wird dann, wenn sie sich irgendwo ins hinterste Ballwolk fahren oder in die Wattestadt irgendwo fahren, um auch dort in die Kühe zu melden. Und auch natürlich als sehr schmackhaftes Futter in der Box. Ja, bitte. Werden die Kühe trainiert oder wie funktioniert das? Weil sie müssen das eben wissen, dass sie die Wattestadt haben. Also das Training läuft eigentlich so ab, wenn die zum Beispiel vorhin in einem anderen Stall waren, wo sie meinetwegen angebunden waren, dann dauert das ca. 4 Wochen, bis sie das einspielen. Und es ist halt so, beim allerersten Welpen muss man, also ich sag mal, es gibt ein Drittel neugierige Kühe, das sind eigentlich mehr so die Pionierkühe. Kommen noch weiter und schauen, was ist da los, was macht sie da, ich wollte mal sehen, was los. Und sobald ich sie in der Melkbox drin habe und sie kriegen was zu fressen und sie merken, es schmeckt mir, dann sind sie durch. Das nächste Drittel kann ich mit einem Eimer und Kraftfutter da reinlaufen, das geht dann auch noch, und das letzte Drittel mache ich dann wirklich einen Strick. Oder einen Kopf rumhänger und dann ziehst du rein. Also das ist manchmal etwas anstrengend. Aber man kriegt es eigentlich hin. Und wie gesagt, sobald sie merken, da drin gibt es was Gutes für mich, sind sie eigentlich sofort dabei. Da ist noch eine Frage. Ja, es ist ja so, dass das Ganze auf Automatisierung basiert. Ist es nicht so, dass da irgendwie auch der Respekt oder die Achtung vor den Tieren durch verloren geht, weil ja immer weniger der Mensch mit dem Tier zu tun hat? Ist das nicht auch wichtig eigentlich für das Tier? Würde ich so jetzt nicht sagen, weil wenn du aufpasst hast, was ich vorher zu ihm gesagt habe, also der Mensch muss ja trotzdem die Kontrolle auch irgendwo für die ganzen Tiere behalten. Das heißt also, er muss täglich mindestens jetzt mal eine Stunde früh, eine Stunde abends im Stall, er kontrolliert seine Tiere. Es ist ja auch nicht so, dass, also wie gesagt, an so einer Melkbox hängen zwischen 60 und 70 Kühe dran und es ging auch mal nicht alle freiwillig rein, sondern wenn man zum Beispiel eine Verletzung hat oder eine Klaue oder sowas, dann muss es hier rein treiben und muss sich natürlich entsprechend auch darum kümmern, dass er dann irgendwo diese Verletzung im Griff hat. Das heißt also, es gibt immer diesen schönen Spruch, also das Auge ist nicht pflegt das Vieh und das kriegt hier aber noch genauso. Also wenn sich einer einen Microroboter kauft, stellt er den Stall rein und lässt es laufen und denkt, ich brauche nie wieder reingehen, dann wird er früher oder später auch Probleme mit diesem System haben. Also er muss genauso gut kümmern um die Freunde. Sonst funktioniert es nicht. Jetzt mal. Ja, noch mal bitte. Was passiert denn? Einfach mal schreien sonst. Was passiert denn, wenn jetzt die Technik zum Beispiel versagt und so eine Kuh nicht gemolken wird, theoretisch, und der Bauer bekommt es nicht mit? Sterben dann Kühe oder was passiert das? Ja, jetzt kann ich da sonst zum Wetzel und dann gibt es hier die Sachfeste im Stall. Das ist so schön, das ist nett. Das erste ist, diese Technik ist natürlich überwacht. Das heißt also, dieser Melkroboter hängt an einem Netzwerk dran und über dieses Netzwerk, also zum Beispiel per Handy oder sowas, kriegst du eine Benachrichtigung auf dein Handy oder Palm oder Smartphone oder was auch immer. Zum Beispiel, das ist ein unbekannte Kuh im Roboter. Also wenn du eine Kuh in einem Transport immer, der ist aber noch nicht angegeben im System, zum Beispiel, dann sagt er, unbekannte Kuh, das System kann auch nicht identifizieren. Dann musst du einfach mal hingehen und schauen, okay, ab, das ist diese neue Jungkuh, die kann
guckt, läuft dann noch die Molke. Das ist das eine. Und wenn jetzt wirklich mal so ist, sagen wir mal, wenn den Blitz oder sonst irgendwas Strom ausfällt, dass tatsächlich nicht gemolken werden kann, dann ist es so, dass du einfach auch einen technischen Kundenservice hast. Also das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, auch die Hausentscheidung. Also es gibt da jetzt mal 4, 5 Hersteller von solchen Molkenrobotern. Und ich sage mal, für uns, oder bei uns ist ganz stark ein Verkaufsgrund dafür, dass du einen guten technischen Kundendienst vor Ort hast. Das heißt also, du brauchst jemanden, auf den du dich 100% verlassen hast, den du irgendwann um 3 Uhr nachts dann anrufen kannst und sagst, pass auf, stimmt irgendwas nicht, komm mal vorbei und schau dir das an. Aber was würde passieren mit Kühen, wenn sie jetzt wirklich nicht gemolken werden? Ja, ich sag mal, ein paar Stunden ist mal nicht das Problem, aber wenn ich natürlich irgendwo ein Kuli jetzt irgendwo am Tag 40 Liter gibt, wenn ich jetzt, also nicht 2 Tage nicht gemolken, dann kann es einfach sein, dass ich eine Entzündung verliert bei der Kuh. Und das kann, wenn ich das über längere Zeit so laufen lasse und ich bewahre es hätte, und vielleicht kümmere ich damit ab, dann kann es schon sein, dass es dann auch irgendwann toxisch wird. Okay. Also, kannst du hast noch eine Frage? Ja, eine Frage. Und zwar, ab wann amortisiert sich das? Wir haben gesagt, also diese Box soll jetzt mal, man sollte diese Investition auf ca. 10 Jahre ausrichten. Und ja, also welchen gutes Teil soll jetzt mal 15 Jahre lang. Wenn man es gut pflegt und wartet, und mit dem Auto sollte man eigentlich auch immer zu buchen, die jetzt gehen, weil man auch jetzt einmal im Jahr Service dafür. Und wenn man das mal alles schön macht, dann ist es auch jetzt 15 Jahre. Viele Fragen heute, wir haben hier noch eine. Wie ist denn das von der Leistung her? Ändert sich die Leistung, wenn man so ein System einführt gegenüber der angerollten Kuh? Also gibt es dann mehr Leistung? Oder? Das kommt drauf an, wo ich herkomme, sage ich jetzt mal. Also wir haben jetzt Kühe, die vorher wirklich die Kühe noch am Stall hatten, beziehungsweise die Kuh stand besser auf dem Platz und vielleicht der Futter bekommen, dass der Leistung entsprechend war, dass vielleicht auch mal zu spät gesaugt war, weil man gesehen hat, dass sie im Grund sind und so weiter und so fort. Und dann haben wir uns natürlich selber dass einfach die Bedingungen nicht ideal waren. Also diese Stelle, die man früher gebaut hat, war relativ niedrig. Das heißt, es war relativ dunkel, es war eigentlich keine gute Durchlüftung, im Sommer war es eigentlich heiß. Und dann ist es natürlich so, wenn Kuh in der neuen Fahrtenstelle reinkommt, Licht und Luft und Bewegung und gutes Futter machen wir sehr schnell aus. Und dann konnte sich die Leistung schon sehr stark steigern. So, eine letzte Frage noch hier. Hier noch die Frage zu. Also mich würde mal interessieren, und man sieht ja jetzt ein junges Pärchen auch, die sind sicher total offen für IT auch. Aber der gemeine Bauer an sich, wie ist der da überhaupt aufgestellt? Hat er da Lust, irgendwie Zahlen zu konsolidieren und nachher am Ende des Tages zu überprüfen, anstelle sich auf den Träger zu setzen und dann durch den Stall zu fahren? Ja. Es ist eigentlich so in der sonstigen Bevölkerungsgruppe auch. Also es gibt Landwirte, die extrem technisch versiert sind, also auch gerade von IT-mäßig muss man sagen. Also die sind richtige Füchse am Computer, die sich zum Teil so viel damit beschäftigen, dass wenn man, ja wie gesagt, wenn jemand von unserer Firma kommt, eigentlich noch was von ihnen lernen kann. Es ist halt grundsätzlich so, muss man sagen, die Bedienung ist eigentlich schon so ausgelegt, dass er ganz normaler Mensch, ich sage jetzt mal, damit umgehen kann. Sonst wird es für uns schwierig, diese Maschine zu verkaufen. Und wie gesagt, meistens ist es so, die Daten am PC wertet letztendlich der Junior aus. Und die Bedienung, sage ich jetzt mal, einfach mal der Kuh nachbereiten. Das heißt, wenn ich die freiwillig nicht zum Beispiel genommen habe, in die Microbox holen und dort einfach mal schauen, was sie macht. Und wie gesagt, einfach auch mal beobachten, das kann eigentlich der alten Teile auch. Also der Opa zum Beispiel schafft es mit so einem Touchscreen umzugehen. Das hat mich auch überrascht, aber es ist wie gesagt von der Bedienung her sehr, sehr einfach gestaltet. Aber ansonsten muss man wirklich der Lanze für die Landwirte brechen. Ich meine, sie sind eigentlich den ganzen Tag mit Zahlen irgendwo beschäftigt. Also ein Landwirt muss eigentlich, um heute überleben zu können, mit dem PC sehr gut umgehen können und er muss sich auch gerne mit Zahlen beschäftigen können. Also ich sage mal, von der Arbeitszeit von einem Landwirt
macht mindestens ein Drittel Bürozeit aus. Das ist an der Stelle einfach so. Ja, vielen Dank, Adrian.